correct your trajectory. Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Meine Lieben, ihr habt es euch gewünscht, ihr habt mit der Mehrzahl dafür gestimmt, dass wir eine zweite Staffel von Planet Crafter machen. Das bedeutet, wir werden komplett von vorne anfangen, alles neu bauen, alles nochmal suchen müssen, also das reine Chaos. Wir haben auch dementsprechend so ein bisschen an den Einstellungen geschraubt. Das heißt, wir haben es ein bisschen einfacher gemacht, weil in der ersten Staffel ich doch ganz schön großen Hunger immer hatte und immer essen musste, bis zum geht nicht mehr. Und deswegen wundert euch nicht, es ist ein bisschen eingestellt, das ist ein bisschen NPC-freundlich. Und wenn ich das sage, NPC-freundlich, bedeutet es nur eins, meine Lieben, denn wir haben in dieser Staffel eine Mitspielerin, etwas ganz Stummes, Kleines und Nerviges, und zwar das Beutelchen alias Teesaufen. Die müsste hier irgendwo noch runterschneien. Oder sie hat sich verflogen, ist auf einem anderen Planeten. Das passt ja eigentlich zum NPC. Deswegen machen wir uns keinen Kopf drum. Wir werden einmal erstmal schon mal anfangen zu looten. Oh, ich muss aufpassen, dass ich habe Sauerstoffprobleme. Ich habe mich auch wieder entschieden, hier was zu bauen, weil ich finde diesen Ort ziemlich praktisch, weil er doch relativ in der Mitte ist. Und für die Neuen unter euch, wundert euch nicht, dass ihr keine zweite Stimme hört, denn die Teesaufen ist unser kleiner NPC, die quatscht nicht, die ist einfach nur da zum Sachen holen. Ein kleiner NPC halt. Gut, dann warten wir einmal auf das Beutelbeutel. Wenn es mit dem Code funktioniert... So, sie ist definitiv auf einem anderen Planeten raufgeflogen. Definitiv auf dem falschen Planeten geflogen. So ganz knapp vorbeigeschreddert an dem Planeten. Gut, wir werden erstmal den Rucksack craften. Schade, ich wollte das eigentlich sehen, wenn sie hier nach unten saust. Die ist wahrscheinlich hier auf den großen Planeten raufgeflogen und dachte sich, ja, das ist es. Aber guck mal, wir stehen jetzt woanders als in der ersten Staffel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist komplett merkwürdig, dass wieder alles wieder von vorne zu bauen. So, was brauche ich denn für den Rucksack? Eisen. Eisen... Sauerstoff. Komischerweise habe ich genau die gefunden. So, der Rucksack. Da fehlt mir Eisen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Da ist es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist komplett ungewohnt, wieder hier auf Sauerstoff zu sein. Das Essen und Trinken geht ein bisschen langsamer runter. Das ist schon mal sehr gut. Ich brauche Kobold. So. Und ja, meine Lieben, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, Beutelchen ist auf dem falschen Planeten. Nein, habe ich nicht. So. Wartet mal kurz. Meine Lieben, es war ein kleiner Cut da, denn der NPC kann keine Buchstaben lesen, aber es ist jetzt da. Und ich würde mal sagen, hi Beutel. Ja, das Beutelbeutel ist da, sehr schön.
Beutelchen hatte, wie gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten mit Nummern lesen und Zahlen lesen. Okay, Beutelchen räumt mich aus. So, Beute, willkommen in der Haftanstalt. So, das haben wir. Wir brauchen einen Ausrüstungssack. Oh, sehr schön haben wir. Herstellungstool, wir machen uns erstmal so weit fertig, dass wir hier bauen können. Ich habe jetzt keinen. Ich habe vergessen, was wir brauchen. Beutel, sammle mal für mich bitte mit. So. Silizium, Magnesium. Dreimal Silizium, Magnesium. Dreimal. Ich will die ganze Zeit fliegen. Leute, ich vermisse es. Ich werde am meisten, glaube ich, die Beutelchens vermissen. Magnesium. Es nehmen wir mal mit. Magnesium. Beute, hast du irgendwo Magnesium gesehen? So. Dann müssten wir uns überlegen, wir werden erstmal provisorisch eine Hütte hinzimmern. Und dann, wenn wir die Beutelchens haben, werden wir dann anfangen, die etwas größere Base zu bauen. Damit wir nicht dieses Kuddelmuddel von hin und her transporten haben. Na, schade. So, das packt. Oh, zerlegen und Konstruktion. Das heißt, wir können jetzt bauen. Ich wollte Taschenlampe gerade machen. So. Beute, du Doofnuss. So, wir sammeln erstmal ein. Wo wollen wir denn unsere unsere Zwischenbase hinbauen? Das Beutelchen ist schon weg. Oh Gott, ich habe ja immer noch Sauerstoffprobleme. Ja. Ich kann endlich mal Beutelchen dabei zusehen, wie sie baut. Du denn? Doofnuss. Oh, ich wollte gerade hier runterspringen, weil ich dachte, ich kann fliegen. Warnung, Energie niedrig. Ach, wirklich? So, wir können ja schon mal Windräder hinsetzen. Erstmal. So. Ich würde gerne... Dann machen wir uns ein bisschen auf Vordermann und dann können wir dann anfangen zu looten und zu besichtigen. Oh, Beutelchen macht es schon. Gut, dann mache ich mal schnell eine Kiste. Ich bin voll. So, ich werde die Kiste erstmal provisorisch hier hinstellen, Beute. Ach, Herr Jemini. So, dann werde ich. Brauche ich noch eine Kiste hin? Ja, komm. Was wir haben, haben wir. So, ein Bohrer will er haben. Oh, sorry, Leute. So,
Gänsebohrer haben wir. Was willst du haben? Bildschirmbaupläne. Ich vermisse so ein bisschen die Beute. So, Essen. Packe ich mal hier ein bisschen Essen rein. Also, ich glaube, den allerersten Tod wird Beutelchen heute haben. So, Essen. Beute, ich werde mal die Kiste in unserer Hütte, in unserer Kapsel entleeren. Und das bei uns alles reinpacken, ne? Ja, musst du mal gucken. Hä? Meine schönen Kisten. Sag mal, geht's noch? Hast du einfach hier eine Kiste gelootet? Hallo? Ich werde dich kündigen. Du bist ein NPC. Du hast nichts zu sagen. Schreib wenigstens Essen rauf. Nein, schreib Essen rauf. Was machst du da? Ihr müsst wissen, das Beute hat dieses Spiel, glaube ich, schon 10-mal durchgespielt. Auf Low Level, also Mädcheneinstellungen. Also so eine richtigen Mädcheneinstellungen. Da hätte sie eigentlich das auch gleich auf kreativ einstellen können. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Sauerstoff. Dann packen wir mal das Essen hier hin. So, Essen. Oh, Sauerstofftank 2. Na, nice. So, trinken. Zwei. Oh, ist das schön, dass ich jetzt nicht permanent irgendwie essen oder trinken muss. Gut, wir wollen uns das Teil hier hinstellen. Salatium. Das Beutelchen schon. Ich bereue es gerade, mit Beutelchen irgendwas zu machen. Sagt es ihr aber nicht, ja? So. Nehmen wir einfach mal alles mit. Genau das wollte ich auch gerade machen. Ich brauche auch Kobold. Hallo? Also, ich glaube, wenn es so weitergeht, kann ich mich hier richtig schön entspannen. Ich habe voll den Falschen gemacht. Wir brauchen Heizung. Ich gehe mal Iridium holen. Ich meine, wir haben ja hier uns gut hingeplatziert. Iridium. Ich komme. Pardon.
Guten Tag. Wie geht's? Servus. Da ist Iridium. So, hier war nur eine goldene Kiste. Müsste ich mal gucken, was ich alles mitnehmen kann. War das hier? Was bist denn du? Eis! Nee, falsche Seite. Bin ich doof? Wo war die goldene Kiste? Hier drüben, glaube ich. Komme ich hier hoch? Vielleicht? Bist du golden? Du siehst einfach nur aus wie eine blaue. Naja, wir werden es schon finden. Oder es war eine goldene und die sah nur komisch aus. Mein Gott, sorry Leute. Gut, dann werden wir unsere erste Heizung bauen. Dann machen wir so ein bisschen Wärme. Und dann drehen wir die Heizung auf und setzen ein Beutelchen rauf. Mal sehen, was dann passiert. Ich fühle mich so langsam. Ach, Herr Jemini. Ist das schon alles abgelootet hier? So. Dann. Die süße kleine Heizung hier. Beutelchen, was hast du denn jetzt gemacht? Diese Anordnung hier. Was ist was? Wo ist Eisen? Oh, Beutelchen macht hier nur Chaos. Ah, nee, hier war ja nicht das Chip-Teil. Ich glaube, Beutelchen hat versucht aufzuräumen. Hast du Eisen? Oh! Hier, einmal Eisen. Energie. Gut, ich glaube, wir sollten... Rucksack Nummer 2. Na, den werden wir uns doch gleich mehr kraften. Eisen und Silizium. Oh, Beutelchen, die Post kommt. Beutel. Bleib mal stehen, mal sehen, ob du getroffen wirst. Wer zuerst umkommt, Beutel, bei dir. Der ist Noob. Und du darfst dich nicht bewegen. Oh, der kommt direkt. Ja. Ressourcen. Oh, Beweglichkeit.
Oh, der kracht direkt. Ah, oh, fast daneben. Miau, bumm. Ich will doch nur ein paar Ressourcen sammeln. Wo sind denn die ganzen Ressourcen hier? Ich sehe hier keine mehr rumliegen. Doch, da liegen sie. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Inventory full. Na, das ist jetzt tragisch. So, dann würde ich sagen, Rucksack craften, Beweglichkeit craften, dann sind wir wesentlich schneller. Du bist ein NPC. Wie es läuft. So, guten Tag. Oh, wir brauchen Stoff. Exoskelett. Ah, könnten wir machen. Quatsch. Sauerstoff könnten wir auch machen. Beute, machst du deinen Sauerstoff alleine? Antwort in 2 Tagen. Lithium. Beutelchen, es wäre wunderbar, wenn du die Kisten... Hier ist auch noch mal Essen drin. Es wäre wunderbar und hier drüben ist auch noch Essen drin. Hier ist kein Essen mehr drin. Was machst du? Ey, ordne dich bei mir ein, junge Dame. Ja? Ordnung hier. Man merkt, Beutelchen hat seine eigene Ordnung. Stoff brauchen wir. Können wir Stoff schon machen? Hätte ja sein können. Ach, wenn ihr euch wundert, warum wir die Extraktoren schon hier aufhaben. Wir haben... Die sind noch nicht freigeschaltet, die sehen wir nur und können die erstmal hinstellen, aber die können wir nicht benutzen. Also die können wir nicht benutzen. Beutelchen hat mich beschissen, wir können sie doch benutzen. Ich werde dies rächen, meine Freunde. Für diese schamlose Lüge. Warte mal kurz. Silizium, Kobold, Titan, Magnesium, Magnesium. Was wollte ich jetzt gerade craften? Ich wollte noch ein Bohrer craften. So, lass mal kurz gucken, was wir für die Terraforming-Teile brauchen. Eigentlich müsste es ja schnell gehen. Eigentlich. Hi. So, haben wir. Alter, ist das hier weggelootet. Was ist passiert? Bei mir liegt immer noch was.
Solarpaneele, na, das packen wir doch gleich mal oben rauf. So, Kobold. Das gehe ich mir jetzt selbst sammeln. Eisen nehmen wir mit. Ist das ungewohnt, dass man so wenig hat? So, fange er Sonne ein. Wie sieht's denn aus mit unserer Energie? Oh, Pflanzenröhre. Ich würde sagen, dass wir... Pflanzen hatten wir noch nicht gefunden. Dass wir mal gucken, ob wir irgendwo Pflanzen finden. So. Wir können... Eisen, Eis, Magnesium, Silizium. Vielleicht bauen wir Röhre Nummer 1 ab. Röhre Nummer 1. Einmal Eis und einmal Silizium. Dann kann ich die zweite Röhre bauen. So. So, Röhre Nummer 2 steht. Nöp. Was war das? Zweimal Magnesium? Silizium. So, trinke ich noch was? Oh, ich habe noch Aluminium. Ich stopfe das hier irgendwo rein. Heute wird sich darum kümmern. Heute beschrifte doch mal die Kisten. Andere Leute, die nicht dann... Ja, aber ich nicht. Ja, aber ich nicht. Ich muss immer suchen. Ich mache mir mal schnell was zu trinken. Beutelchen hat die Anordnung im Kopf. Nee. Unterwegs. On my way. So, Wasser. Denk an deinen Sauerstoff. Nimm dir das andere Sauerstoffteil. Ich werde noch mal Sauerstoff machen. Kobold. Wo haben wir hier Kobold? Danke. Zweimal Sauerstoff müsste reichen. Hör auf zu weinen. Ich mache mir nochmal Sauerstoff. Ich fühle mich mit 3 wesentlich sicherer. Kobold. Zweimal Kobold. Ein Schlückchen. Wo ist denn die Doofnuss?
Wir sollten vielleicht ein Glöckchen bei ihr ranhängen. Da kommt es. Oh, wenn wir dann einen pinken Anzug finden. Ich glaube, 3 Stück reichen. Essen ist Gott sei Dank wirklich nicht besonders viel. Ich kann 3 mit... Ah, 2 reichen. 2 reichen. Hab ich doch gesagt. So, bist du bereit? Hast du die in die Hosen gemacht? Der Körper sieht so unförmig aus. Die Arme sehr, sehr kurz. Beine auch. Und die Hüfte ist da, wo die Knie eigentlich sind. Oh, Rucksack 3. Ich glaube, ich habe über Folgen gebraucht, bis ich irgendwas freigeschaltet habe. Aber wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten Ressourcen mitnehmen sollen, dass wir so eine Unterkunft bauen können. So, 2x Eisen. Eisen ist immer dämlich zu suchen. Oh, wenn man von... Ah, das ist Silizium. Mann, ich war gerade glücklich, aber Silizium brauchen wir für die Tür. Und Titan. So, Beute, dann hau mal rein. Ey, du sollst nicht wirklich reinhauen, du sollst die Bude hier hinstellen. Warum da drin? Was? Jetzt willst du mich verarschen? Ich habe das Spiel definitiv seit 2 Jahren nicht gespielt von Anfang an. Glotz nicht so, was willst du denn jetzt? Oh! Hm. Blöde Kuh. Ich hoffe, du verläufst dich. Beute, ganz kurze Frage. Darf ich jetzt die Samen mitnehmen? Und die Blumen? Wenn ja, dann hüpf einmal. Okay, sie hat gehüpft. Hm. Ja. Ja, die packen wir draußen hin. Hallo? Mit Profis. Guck mal hier. Wir haben Stoff. So essen kann. Nein, ich habe mein ganzes Essen rausgepackt. Ja, doppelt hält besser. Nein. 3. Butterblümchen, das kenne ich ja irgendwo hier. Damals bist du vom LKW gefegt worden. Gute alte Zeiten, ne? Hör auf dich so freuen. Los, wir müssen weiter looten. Keine Müdigkeit vortäuschen. Palim und so. Und jetzt auch noch bestimmen hier. Kisten. Ich bin voll. Wo? Oh, lass mal gucken. Oh, ein Weißer.
Ich pack mal das in die Kisten draußen hin. So. Essen. Stoff ist sehr gut. Dann können wir uns das eine Teil machen, wo wir Stoff brauchen. Kiste. Ich baue hier noch meine Kiste hin. So, Beute, grau oder weiß? Okay. Hey. So, das Stoff füllen wir mal mit hier rein. Sehr viel Essen. Stoff auf jeden Fall sehr viel. Und Chips. Ich glaube, das muss ich nicht extra vorlesen. Das hatten wir in Staffel 1 auch noch. Und wer das lesen möchte, meine Lieben, ihr kennt das Spiel. Anhalten und selbst lesen. So. Yep. Ja. Oh, die Teile können wir gar... Oh nein, die kann ich nicht abbauen. Keine Mikrochips für uns. Zeige ich dir gleich. So, Kisti. Oh, Boris. Wir warten mal kurz und zeigen das Beute mal das Teil. Na, komm mal mit. Ja. Ich vergesse, dass ich Sauerstoff habe. Die Teile. Ja. Und? So, Mikrochip nehmen wir mit. Ja, die Kiste ist auch leer. Gut, ist dieses Schiff gereinigt? Nein, wir haben noch die rechte Seite. Komm, Beutelchen, keine Müdigkeit vortäuschen. So, ich bin an der hinteren Kiste dran. Wie schon. Oh, du bist so ein Looterfinger, ey. Lootfinger, nicht Looterfinger. Stoff würde ich mitnehmen. Samen würde ich erstmal hier lassen. Die können wir momentan eh nicht mitnehmen. Stoff auf jeden Fall. Da ist noch ein Chip drin. Mehr kann ich nicht nehmen. Ernsthaft? Legierung auf jeden Fall. Feines Beute. Wir müssen uns... Ich vermisse die Beutechens. Gut, ich gehe schon mal vor. So. Ich freue mich, wenn ich wieder fliegen kann. Ich bin ja mal gespannt. Eigentlich müsste man gucken, wie lange ich es in der ersten Staffel gebraucht habe, bis ich alles hatte. Und wie lange jetzt die Staffel 2? Okay, ich habe ja jetzt auch noch Hilfe. Naja, okay, das ist keine große Hilfe. Ah.
Rucksack Nummer 2. Ich weiß nicht, wie die Ordnung hier ist, deswegen schmeiße ich das einfach mal hier hin. So, die Mikrochips. Abbau. Kompass. Beweglich. Ich habe doch nicht mal eins. So, Aluminium. Legierung. Oh, ey. Diese Ordnung. Oh, einmal mit Profis. Wo ist ein Alu? Hast du noch eine Legierung dabei? Legierung. Ich danke. Oh. Und Rucksack Nummer 3. Habe ich noch ein bisschen Alu? Alu, Alu, Alu. Okay, dann. Meine Lieben, müssen wir noch mal nach oben. Ich habe ganz schön viel Wasser dabei. Ah, zweimal reicht eigentlich. Und Sauerstoff kann ich auch reinpacken, das reicht auch. Wir müssen das Feld hier unten noch abgrasen. Ah, Bildschirmfortschritt. Sehr schön. Wollte ich eigentlich gar nicht. War hier oben nicht eine goldene Kiste drauf? Soll ich die schon mitnehmen? So. Lasst mal gucken, was jetzt am wichtigsten ist. Nahrung erstmal nicht. Alu ist wichtig. Und mehr kann ich schon wieder nicht tragen. Oh. Ah, Nahrung können wir später machen. Gut. Was braucht denn der Fortschrittsbildschirm? Ich kann eh nichts tragen. Wie es rennt. So, guten Tag. Servus. Alu. Wo will die Braut das wie Alu hinpacken? Ich packe Alu einfach erstmal hier rein. So. So, Rückruf bei Silizium. So, was brauchten. Titan, 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 Titan. Silizium. Hier vorne. Ja, ich mache jetzt einen größeren Rucksack. Silizium. Sehr schön. Haben wir.
Noch irgendwas. Ach Gott, noch irgendwas Wichtiges zum Mitnehmen. Ich habe Beweglichkeitsstiefel 2, da bin ich ausgerüstet. Abbaugeschwindigkeit, ist das jetzt erstmal wichtig? Kompass? Kompass braucht man. Ups. Wir haben auch keinen Stoff mehr oben. Gut. Aber meine Lieben, ich würde sagen, Beutelchen und ich werden mal die Schränke oben sehr graziert, mal looten gehen. Das müsst ihr ja nicht mitbekommen. Und würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und stören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.